Jo, hallo Freunde. Ich möchte euch einmal wieder was Neues vorstellen, und zwar der B-Free von Katadyn. Das ist ein Wasserfilter und den gibt es ja schon länger in den normalen Standardfarben, in diesem Transparent und mit bläulichen Kugelchen drauf. Ich zeige euch mal ein Bild, das blende ich jetzt einmal kurz ein. Und den hat auch schon der Sascha vor etlichen Wochen oder fast schon ein Jahr wieder her, glaube ich, vorgestellt. Und der hat mir damals sehr gut gefallen eigentlich, das ganze Konzept von dem Filter. Aber da hatte ich noch meinen Sawyer Squeeze, also diesen SP129, also nicht den Mini, den größeren, der da ein bisschen mehr Durchflussmenge hat. Und ich muss gestehen, ich habe hier nicht die Möglichkeiten, ich habe hier fast keine Quellen. Eigentlich fällt mir gar keine ein. Und daher ist ein Wasserfilter für mich eher, ja, nicht so notwendig wie für andere, die da in den Bergen wo wohnen oder umherum kräulen. Ja, aber kurze Räder, langer Sinn oder umgekehrt. Hab mir das Teil dann, weil ich mir meinen SP129, der schon ein Jahr herumgelegen ist, ich habe ihn ganz einfach weggeworfen. War mir zu unsicher, man sieht nicht hinein, wie schaut der innen aus, und der Wolkenfänger hatte ja Steine zerschnitten, den Squeeze und den Mini, und die haben eigentlich innen noch sehr gut ausgeschaut. Haben wir aber schon etlichen erfahren, dass diese sehr schlecht austrocknen innen, die Filter. Und man dann ja eigentlich nie sicher ist, wenn man da das Teil nicht sieht, wie schaut es wirklich aus, ist es schon so verdreckt. Und da hat dieser B-Free meiner Meinung nach einen enormen Vorteil, denn ich schraube den Filterteil ab und sehe eigentlich genau auf das Filterteil und sehe zumindest gleich mal optisch, wie ist der Zustand, ist er verschmutzt. Also das System gefällt mir so wirklich sehr gut. Man kann auch, wenn man die Kappe abnimmt, oben schön hineinschauen. Ja, das sind halt die Vorteile meiner Meinung nach, für mich persönlich, was halt wichtig sind. Ich sehe, ist das okay, ist das nicht okay. Und da gibt es auch nicht dieses Rückspielen mit Spritze oder so. Ist nicht so mein Ding. Ist ganz einfach, der wird einfach eingeschraubt. Sollte ja wirklich verschmutzt sein, schüttelt man den ein wenig und lässt das Wasser raus. Man kann auch hergehen und kann ihn unter Wasser schwenken. Mehr sollte man nicht tun, und das sollte eigentlich reichen. Die einzige kleine Sache, was mich eigentlich negativ stimmt, ist der Verschlussteil. Also hier dieses Plastik, meiner Meinung nach, wird bald reißen, was mich ehrlich gesagt auch nicht so stört, denn da habe ich schon von meinen Enkeln, da gibt es so diese Verschlusskappen, diese Beißkappen, wie sie die Radfahrer haben, die passen da genauso exakt drauf, wie sie ein ganz normales Bettverschluss, und dann kann man genauso daraus super trinken. Der nächste Vorteil, was bei den ganzen Wasserfilter ist, da kommt auch Wasser raus. Nicht so wie ein Kinderlulu, sondern da rinnt richtig was raus. Also das ist da kommt was durch, und das ist natürlich ein immenser Vorteil. Man muss da nicht weiß Gott wie lang herumkämpfen, dass man da ein paar Tropfen rausbringt. Das geht wirklich super. Ja, dann haben wir noch im Endeffekt so einen Beutel. Ich glaube, die gibt es sogar in drei verschiedene Größen. 0,6, 1 und 2 Liter. Aber ja, kann ich jetzt nicht so sagen, aber die kann man auf alle Fälle wunderschön zusammenknüllen und dann einstecken und verpackt wieder mitnehmen, und das spart Platz. Ja, was ich noch eine Anmerkung hatte, dass bei einem hier wahrscheinlich der Sack aufgerissen ist und kaputt war. Gut, ich habe noch keine Erfahrungen, aber
ich halte auch den Sack nicht da unten, wenn ich das verschließe, dann verdrehe ich das. Das ist eigentlich irgendwo logisch, sondern ich halte ihn da oben und ziehe ihn fest und ja. Ja, wie gesagt, das ist die taktische Variante in diesem wunderschönen Oliv und auch der Filter ist in schwarz gehalten, die sind bei den anderen weiß. Stelle ich auch einmal noch ein Bild rein und zeige euch das kurz. Ja, wie gesagt, ich kann im Augenblick nicht viel dazu sagen. Ich werde wahrscheinlich auch, es ist auch kein Review, sondern es ist eher nur so eine kleine Vorstellung einmal. Und wie gesagt, ich verwende den auch nicht so. Er wird nicht so in den Einsatz sein, wie ihn manche halt brauchen bei Quellen oder so. Weil bei mir halt extrem wenig ist. Ja, den Filter habe ich wieder mal bei meinem Shop meines Vertrauens. Bei Military Basic, beim Bastian. Link kommt wie immer in die Beschreibung. Und war noch lange vergriffen, er hat sie leider nicht bekommen. Jetzt sind sie endlich da und für mich jetzt einmal optimal. Ich kann mir auch so Wasser filtern, denn rauskommen tut hier jede Menge. Ja, Freunde, den Preis habe ich, denke ich, glaube 49 Euro kostet der. Bin mir jetzt nicht sicher, aber will da jetzt keinen Blödsinn sagen. Schaut auf dem Bastian seine Seite, da bekommt man ihn ja auch. Gut, Freunde, das war es einmal wieder. Sollte nur eine kleine Kurzvorstellung gewesen sein. Und in dem Sinn kann ich nur mal wieder sagen, danke fürs Zuschauen und man sieht sich.